Hallöchen, willkommen zurück zu Wir hören Geschichten. Ja, dann wollen wir nochmal ganz schnell, die Glocken läuten schon, es ist gleich der nächste Tag, dann wollen wir nochmal schnell die zweite Geschichte hören. Ich habe mir noch die Maske der Nacht schnell aufgesetzt hier. Vier Giganten, die Wir-Giganten also. Die Geschichte ist zwar ein wenig lang, aber sehr interessant, also pass gut auf. Die vier Giganten, diese Geschichte stammt aus einer Zeit, als die vier Völker noch vereint waren. Zu dieser Zeit lebten alle Wesen zusammen und die vier Giganten lebten unter ihnen. Am Tag des Festes zur Feier der reichen Ernte sprachen die Giganten zu den Leuten. Wir werden nun schlafen und euch schlafend bewachen. 100 Schritte im Norden, im Süden, Osten und Westen. Im Norden? Nee, man geht als erstes nach Süden zum Sumpf. Wenn ihr in Not seid, dann ruft uns mit lauter Stimme und tut uns euer Begehren kund, wie der Sturm hält uns gefangen oder der Ozean will uns verschlingen. Eure Rufe werden uns ereilen. Ja, ist ja klasse. Jetzt sollte eigentlich wieder ein anderes Bild zu sehen sein. Doch es gab einen, den diese Kundtuung gleichermaßen schockierte und traurig machte. Ein kleiner Kobold, ein kleiner Wicht. Bevor die Giganten die vier Welten erschufen, war der Kobold schon ihr Freund. Warum müsst ihr gehen? Warum bleibt ihr nicht hier? Er fühlte sich im Stich gelassen, so ließ er seinen Zorn an den vier Welten aus. Ständig quälte er die Menschen, durch all dies Unglück stimmten sie ein Gebet an die Giganten an, die in allen vier Himmelsrichtungen in tiefem Schlummer lagen. Die Giganten hörten die Rufe und antworteten in dumpfem Grollen: O Kobold, wir sind die Beschützer dieser Völker. Dein Tun und Treiben ist von schlechten Gedanken beseelt. Verlasse die vier Welten oder wir werden dich in Stücke reißen. Nun war der Kobold noch erschrockener und trauriger. Seine alten Freunde hatte er nun endgültig verloren. Er verschwand jenseits des Himmels, so war die Harmonie nun wiederhergestellt. Die Völker waren froh und huldigten den Giganten wie Göttern. So lebten alle glücklich und zufrieden. Ja, bis sie denn weg waren. Braver Junge, hat dir die Geschichte gefallen, Tortus? Was haben die Leute getan, um die Giganten zu rufen? Sie sangen ein Lied. Oh, keine Ahnung. Oh, wirklich? Aber du hast brav zugehört. Deshalb bin ich froh. Zur Belohnung gebe ich dir etwas Süßes. Du hast dein Herzzelt schon wieder gefunden. Es lag hier einfach so rum. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich alle anderen Herzcontainer schon Herzteile eingesammelt habe. Ich weiß jetzt nämlich nur noch drei Herzteile. Und das ist natürlich doof. Ja, das Ding hier ist leer. Das heißt, wir müssen noch 8 Herzteile finden. 4 sind auf dem Mond und ja, ich weiß nicht mehr, wo das letzte ist. Ich bin aber der Meinung, es irgendwie eingesammelt zu haben. Also ich denke mal, das wird ein Fehler im Spiel sein, dass er das irgendwie nicht gespeichert hat. Ich habe jedenfalls alle gezeigt. Ich bin der Meinung, alle gezeigt zu haben und alle eingesammelt zu haben. Na gut, ich weiß jetzt nur noch, wo 3 sind und die anderen 4 auf dem Mond. Ja, dann warten wir mal, bis es 13 Uhr geworden ist. Dann können wir nämlich wieder reingehen beim Waschplatz. Der Frosch geht mir mittlerweile ziemlich auf den Senkel. So, 13 Uhr. Die Tür ist nicht mehr versperrt. Was haben wir hier oben? Oh, nein, der Kuriositätenhändler. Huch, der grün bemützte Junge. Ich habe eine Nachricht von Carfi. Also, Carfi, ich kenne ihn schon, seit er noch ein Kind war. Aber als er plötzlich in der Gestalt dieses kleinen Jungen auftauchte, traute ich meinen Augen nicht. Aber als mein Blick auf seine Fuchsmaske fiel, die er trug, habe ich meinen alten Freund sofort wiedererkannt. Ich habe ihm diese Maske geschenkt, als er noch ganz klein war. Ich hätte nie gedacht, dass er sie immer noch hat. Ich weiß zwar nicht genau wieso, aber ich glaube, ich sollte dir das geben. Ja, danke. Du hast die Fuchsmaske. Zwar scheint es, als hätte dieses Andenken nicht viel Sinn, auf jeden Fall solltest du es aber annehmen. Ja. Klar, Carfi bittet dich, seiner Mutter dies zu überbringen. Da 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 da. Dir wurde die Eilpost an Mama übergeben. Diese Sendung ist von äußerster Dringlichkeit. Beeile er sich. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen Laden. Carfi hat ihn gesehen und
ist wie von der Tarantel gestochen ihm hinterhergelaufen. Dieser Kerl ist ein geiziger Dieb namens Sarkon. Ich glaube, er kommt aus Ikana. Du hast seinen Erzählungen gelauscht, das wurde im Notizbuch vermerkt. Man hat dich darum gebeten, eine Eilpost zuzustellen, das wurde im Notizbuch vermerkt. Ja, hier haben wir jetzt, da dieser rote Strich bei letzter, in dieser roten Spalte da, der zeigt an, dass wir Carfei ab 18 Uhr wieder sehen können. Vor Sarkons Versteck im Ikana Canyon, das ist da, wo wir das letzte Herzteil bei dem Händler-Deku bekommen haben. Apropos Herzteil. Also falls ihr das wisst oder so, wo ich das vergessen habe, beziehungsweise wo es nicht gewertet wurde, da nochmal in die Kommentare am besten reinschreiben. Ja, und ich bin der Meinung, dass wir Carfei, also dass wir die Nacht absitzen müssen. Also wenn wir das jetzt zu 18 Uhr, also zur Nacht des letzten Tages drehen mit der Zeit, mit dem Zeitlauf verschnellt, ich glaube denn, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das denn auch funktioniert. In der 3DS-Version sollte es funktionieren, aber hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen gehen wir erstmal zum Ikana Canyon. Nee. Ich muss erstmal den Brief zustellen. Hätte ich ja ganz vergessen hier. Der Brief, wir haben auch keinen Zimmerschlüssel mehr. Der ist ja an dem Platz des Zimmerschlüssels jetzt. Aber wir kommen sowieso immer wieder in den Gasthof zum Eintopf rein. Den Brief, den können wir jetzt zum Postboten geben. Oder wir können ihn selbst hinbringen. Wenn wir ihn selbst hinbringen, bekommen wir was. Wenn wir den Postboten das Ding in die Hand drücken, bekommen wir was anderes. Da noch einmal kurz aufs Blick, kurzen Blick auf das Ding hier werfen. Wo ist er denn? Hier ist der Briefträger. Ach, der ist abends erreichbar. Okay, das heißt, ich könnte das abends geben. Und hier kann ich auch erst abends geben, 18 Uhr. Ja, dann gehen wir doch mal zum Ikana Canyon. Ikana Canyon. Ich habe keine Magie, deswegen kann ich mit dem Goron-Sprung hier nicht runterspringen. Da muss ich also gucken, wie ich hier so runterkomme. Hoffentlich werde ich nicht getroffen von diesen Viechern da. Das nervt auch immer tierisch ab, wenn die Steine spucken. Na, rennt er hier noch durch die Gegend? Nee, rennt er nicht. Ding dong. Wen sehen wir denn hier? Reden. Ich habe ihn gefunden, grün bemützter Junge. Er nutzt diesen Ort als Lager für sein gesamtes Diebesgut. Sein Name lautet Sarkon. Letzte Nacht kam er zum Laden, da bin ich ihm gefolgt. Diese blinkende Tür da, das ist das Lager für all die Dinge, die er gestohlen hat. Nur Sarkon kann sie öffnen. Er sagt wahrscheinlich Sesam, öffne dich. Ich werde warten. Ich habe Anju mein Versprechen gegeben. Er wird kommen. So, ja, ich hatte das glaube ich schon angedeutet. Wenn ich jetzt nämlich die Zeit vordrehe zur Nacht des letzten Tages, dann kann es passieren, dass er weg ist. Also, dass Carfei denn nicht mehr hier steht. Und deswegen werde ich jetzt einfach abwarten, bis es Nacht wird. Aber ich glaube, man kann die Zeit vordrehen. Also, wär ziemlich doof, wenn man die nicht vordrehen könnte, die Zeit. Na gut, ich werde trotzdem warten, ist ja nicht mehr so lange. Gleich 18 Uhr. Ich kann ja nochmal lesen, was hier steht. Gar nicht gesehen. Halleluja. Also wirklich. Sarkons Versteck. Beschützt von unüberwindlichen Sicherheitsmaßnahmen. Nacht des letzten Tages. Es verbleiben 12 Stunden. Ja, die Steine sind wahrscheinlich absichtlich so angeordnet, dass man hier so gucken kann. Mit der Ego-Perspektive, bis er dann kommt. Aber man wird nicht gesehen, wenn man hier steht. Ah, da kommt er ja schon. Halleluja. Aber
Aber dass er sich von dem Händler-Deku da nicht stören lässt, das ist ja auch ein Ding. Und Kaffee hinterher. Und man sollte jetzt auch nicht zu lange warten. Die Tür geht nach einer Weile wieder zu. Die geht von selbst wieder zu, die Tür. Man hat gar nicht so viel Zeit, hier durchzugehen. So, wir haben jetzt unten zwar noch eine Zeitanzeige, aber die hat eigentlich nicht viel zu sagen. Denn wenn wir hier rauskommen, dann haben wir sowieso kaum noch Zeit übrig. Ah! Sieh doch, hier ist eine Maske. Das ist die Maske der Sonne. Es ist die Maske der Sonne. Habe ich doch gerade gesagt. Und natürlich jetzt... Ey, du bist so schlau, ja? Wirklich, der sieht den Schalter direkt vor sich und dann... Halleluja. Jetzt habe ich es geschafft. Was hast du geschafft? Hast du es eben nicht geschafft? Stell dich auf diesen Schalter! Was? Willst du uns etwa vorschreiben, was wir tun sollen? Die Tür bleibt... Ja, das weiß ich. So, wenn der Schalter gedrückt bleibt. So, jetzt ist die Zeitanzeige zum Beispiel weg. Jetzt haben wir... Na, nicht unendlich viel Zeit, aber so lange, bis die Maske da noch ist. Da ist ja die Maske noch auf dem Fließband da. Und jetzt steuern wir Carfi. Das ist auch ziemlich gut gemacht hier. Oh nein, die Maske. Ja, da ist ein Abgrund. Er versucht, sie aus unserer Reichweite zu bringen. Einmal rauf. Zack. Durchsuche den Raum. Hier muss es irgendeinen versteckten Schalter geben. Ich mag ihn nicht, aber haben wir eine andere Wahl? Sollen wir dem Typen helfen, sich im Angesicht der Gefahr nicht zu bewegen, wenn man weiß, dass dies besser ist? Das würde Thiel tun. Das ist es. Los gehen wir. Au. Und jetzt steuert man wieder Carfi. Die roten Schalter sind die... Na, die roten Schalter machen das schneller, das Fließband. Na, oh, komm. So, noch einer. Und die anderen machen das eine Weile langsamer. So, hier muss man auch ein bisschen gucken. Hier muss man erst absichtlich auf den roten Schalter gehen, damit es hinterher dann umso langsamer ist. Und hier ist so ein komischer Wolfsheimer. Na komm, komm. Zack, weg ist er. So, man schiebt die auch, indem man zum Beispiel jetzt nach unten einfach gedrückt hält. Man muss jetzt nicht die Kameraperspektive berücksichtigen. Zum Beispiel schiebt man ja, wenn man nach vorne drückt, dann schiebt man, wenn man nach hinten drückt, dann zieht man den Stein, egal in welcher Perspektive die Kamera ist. Aber hier muss man die nicht berücksichtigen. Es ist noch nicht zu spät, ich muss zurück in die Stadt. Ja, dann geh mal. Wir können das Versteck hier leider nicht weiter durchsuchen oder so. Ich hätte es ganz spannend gefunden, da mal zu gucken, was der da alles noch so hat. Ja, fall runter, fall ins Wasser. Los, komm. Ohne Geländer. So weit würde ich mich gar nicht rauswagen. Ein Luftstößchen und weg ist er. So, jetzt ist es 12 Uhr Mitternacht. Wir können uns ja einfach teleportieren. Aber Carfi läuft den Weg zurück.
Ja, na gut. Warum er das macht? Nicht so die Ahnung. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den Brief noch wegbringen kann. Das sollte ja jetzt noch möglich sein. Die sind ja bis nächsten Tag 5:59 Uhr noch ansprechbar. Jetzt werde ich erstmal zum Briefträger gehen und denen den Brief zustellen lassen, damit ich das denn beim nächsten Mal selbst machen kann. Ach, der Falsche. Da wollte ich nicht hin. Da ist sogar ein Schild. Na komm, lies es doch mal bitte. Ansehen. Bin auf Urlaub. Bitte suchen Sie auf keinen Fall nach mir. Ja, der hat's verstanden. Ah, hier wollte ich hin. Postamt. Nein, nein. Was ist denn? Was? Hä? Ach so. Nee. Der sitzt doch eigentlich bei sich zu Hause da rum. Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum ich den nicht ansprechen kann. Ja, der sitzt auf jeden Fall zu Hause rum. Irgendwo. Keine Ahnung. Das natürlich. Das ist ja wirklich doof. Na, dann muss ich das mit dem Briefträger danach machen. Wenn ich ihn gleich ansprechen kann. Ich weiß ja nicht, wo er jetzt ist. Man hat ja keine. Man sieht ja auf der Karte nicht, wo die Leute gerade sind. Man sieht ja nur ihre Zeitpläne. So, gucke ich mal hier. Ich glaube, hier kommt man. Schade. Ich dachte, beim letzten Tag muss man das nicht machen. So, weil sowieso schon, ja, die Leute stellen sich ja darauf ein, dass man dass alles den Bach runtergeht. So, dann sprechen wir sie mal an mit der Carfei-Maske. Carfei-Maske. So, von hier, weil sie sich um 180 Grad dreht. Bist du etwa der, den ich auf die Suche nach Kaffee geschickt habe? Wie geht es voran? Hast du ihn gefunden? Ja, hier, Eilpost an Mama. Eine Eilzustellung. Ach du meine Güte. Das ist von Carfei. Drei Ausrufezeichen. Da habe ich doch recht. Wunderbar, du bist wirklich ein Meisterdetektiv. Ja, Verzeihung. Mein Dank ist dir gewiss. Ja, es ist schließlich dein Job. Du hast eine Flasche Chateau Romani erhalten. Ein Schluck von dieser cremigen Köstlichkeit füllt deine Magieanzeige wieder auf. Dein magisches Durchhaltevermögen wird darüber hinaus verstärkt. Lass deinen Gaumen von diesem edlen Geschmack liebkosen. Du hast einer Mutter die Gedanken ihres Sohnes überbracht. Dies wurde im Notizbuch vermerkt. Es tut mir sehr leid, aber alles, was ich dir geben kann, ist dies. Eigentlich wollte ich es dir ja schon früher geben. Wirklich? Ja, dann dreh dich mal wieder weg. Jetzt haben wir alle Flaschen. Sie hat uns gerade eine neue Flasche gegeben mit Chateau Romani. Kann ich ja gleich mal trinken. Mann, achte bitte auf meine Magieanzeige. Zack. Jetzt ist sie voll. Und sie blinkt blau. Heißt, man hat unbegrenzt Magie zur Verfügung. Das werde ich, glaube ich, auch machen, bevor ich zum Mond gehe. Es ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht mehr den Briefträger da treffen kann. Ich glaube, das muss ich machen, bevor ich zu dem Canyon gehe. Das ist natürlich doof. So, jetzt müssen wir abwarten. Hallo? Geh mal bitte rein. Wir haben den Zimmerschlüssel. Wir haben den Zimmerschlüssel nicht mehr, können aber trotzdem hier wieder rein. Und jetzt ist auch das andere Zimmer offen, wo wir nicht reingehen konnten. Und hier haben wir eine Figur mit der Maske des Mondes da drauf. Die sieht, Alter, meine Güte. Die sieht ziemlich, ja, ich weiß es nicht. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut. Mal von der Seite gucken hier. Ja, und hier ist natürlich auch eine Truhe drin mit 100 Rubinen, wie von dem Nebenzimmer nebenan. Ein silberner Rubin.
Ja, jetzt müssen wir warten, bis wir noch eine, also im Spiel eine Stunde und 30 Minuten übrig haben. Dann kommt er hier, glaube ich, rein. Und dann haben wir noch ganz wenig Zeit, die Zeit zurückzudrehen. Ich werde die... Ach, kann ich die Rubine einzahlen? Ich glaube, die kann ich noch einzahlen. Man kann nämlich Rubine, wenn man über 5000 eingezahlt hat, kann man keine Rubine mehr einzahlen. Das heißt, der maximale Betrag ist 5.499, was man da einzahlen kann. Und wenn man 5.100 zum Beispiel eingezahlt hat, kann man keine weiteren mehr einzahlen. Aber ich hatte ja, glaube ich, 500 abgehoben. Deswegen kann ich da wieder was einzahlen. Damit wir noch ein bisschen was zu tun haben. Tag. Rubine einzahlen. Lass mich einen Blick auf dich werfen. Ach ja, 4.696. Wunderbar. Zack. What? So viel? Ja, 5000 hatte ich ja schon überschritten. Das heißt, das Herzteil habe ich auch schon. Ach, siehste. Oder? Nee, mach ich in der nächsten Folge. Die Keton-Fragen kann man hier auch noch machen. Mal sehen, ob er schon da ist. Ich glaube noch nicht. Ist das irgendwas mit 1 Stunde 45 oder 1 Stunde 30 müsste es sein? Hier liegt auch noch was rum. Ein dickes, fettes... Was? Wolle. Das müsste Wolle sein. Strickt Anju etwa? Oder? Soll es Wolle sein? Ich glaube, es ist Wolle. Mal gucken, was er so sagt. Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Ah, ich glaube, ich habe ihn gehört. Genau, da ist er. Man hat seine Schritte gehört. Ich kenne dich. Welch ein vertrautes Gefühl. Vor langer Zeit. Ja, wir waren noch Kinder. Wir gaben uns ein Versprechen, habe ich nicht recht? Die Masken der Sonne und des Mondes. Wir wollten sie am Tag des Karnevals austauschen. Ich fühlte mich so glücklich. Anju, verzeih mir, dass ich so spät bin. Ja, noch hast du noch eine Minute Zeit. Ist ja in Ordnung. Bevor der Mond runterkommt. Tihi, zwar sind sie ein Liebespaar, doch sie sehen aus wie Mutter und Kind. Lass uns nun die Masken austauschen. Katschk. Wir haben unseren Eid erfüllt und sind nun ein Paar. Du bist unser Zeuge, bitte nimm diese Maske als Zeichen unserer Dankbarkeit. Du hast die Maske der Liebenden erhalten, ein Symbol der Unzertrennlichkeit zweier liebender Herzen. Such dir einen sicheren Ort, wir kommen schon zurecht. Wir werden zusammen die aufgehende Sonne begrüßen. Die beiden haben dir eine Maske gegeben, das wurde im Notizbuch vermerkt. Ja, jetzt haben wir noch Zeit. Eine ganze... Ich weiß gar nicht, wie lange das hier dauert. Also da unten vergeht die Zeit viel schneller, es sind ja eigentlich Stunden. Eine Stunde, 22 Minuten im Spiel. So, hier drin im Gasthof, warum bin ich endlich nicht oben rausgegangen? Ich hätte auch oben rausgehen können. Ja gut, das war's erstmal mit dieser Folge. Weiter geht's in der nächsten, noch den Rest machen, bevor es zum Mond geht. Und dann danke fürs Zusehen, wie immer. Tschüss!